Jetzt müsste auch die richtige Tafel für 100 japanische Yen kommen. Die liegen nämlich bei einer Mark 58,67. Das ist ein Minus von 0,1%. Noch der Hongkong-Dollar, er gibt um 0,9% nach. Und der australische Dollar, er ist 1,4% weniger wert als gestern. Hey! Tja, so geht's zu beim Fernsehen, meine Damen und Herren. Ziehen denn die Anleger ihr Geld derzeit aus dem Aktienmarkt und stecken es in den Rentenmarkt? Wie sehen Sie denn die Sache, Friedhelm Busch in Frankfurt? Friedhelm Busch, bitte. Herr Busch. Friedhelm! So, meine Damen und Herren, ich komme gerade vom Rentenmarkt, deswegen auch noch etwas außer Atem. Am Rentenmarkt sieht es nämlich sehr, sehr gut aus. Die Bundesbank sieht jetzt einen Handlungsspielraum zumindest, wenn auch nicht Handlungsbedarf, das hat sie nicht gesagt. Einen Handlungsspielraum wegen der Geldmenge M3, die in diesem Monat nun herauskommen wird, in dieser Woche herauskommen wird. So, und jetzt versuchen wir noch einmal nach Frankfurt zu schalten und wollen einmal sehen, ob Friedhelm Busch wieder an der Börse zu sehen ist. Vorne und hinten, meine Damen und Herren, natürlich bin ich zu sehen. Und wenn wir pünktlich sind, meine Damen und Herren, mit unserem Programm, dann sind wir auch pünktlich da. Friedhelm Busch sprach gerade von den paar Umsätzen, die noch fehlen, um den DAX in Richtung der Marke von 2100 Punkten zu bekommen. Friedhelm Busch in Frankfurt, ist es soweit gekommen? Ja, tut mir leid, meine Damen und Herren, aber jetzt ist Friedhelm Busch leider ganz welche. Seine Frau hat gerade angerufen, die Königsberger Klopse sind fertig und er muss ihr noch helfen, die Dose aufzumachen. Und er hätte auch irgendwie gar keinen Bock mehr auf diese ganze Hektik und hat sowieso das Angebot, Wetten, das zu übernehmen. Und im Notfall kann er auch immer noch zu Sat.1, die kaufen jetzt ja alle Moderationsgranaten vom Markt weg. Also kurz gesagt, ich glaube, den sehen wir hier nicht wieder. Also andererseits auch kein großer Unterschied zu vorher.